So, hallo, wir machen weiter bei Metroid Dread. Da machen wir noch ein bisschen leiser, ein kleines. So vielleicht. Noch ein bisschen. Ja, mal so. Wir probieren es mal so. Okay. Wir machen weiter bei Metroid Dread. Das letzte Mal sind wir zu Dairon zurückgekehrt, nachdem wir, wenn ich die Namen wüsste, ne? Ferenia fast komplett aufgeräumt haben. Es fehlt halt meistens immer noch irgendwas mit der Powerbombe, ne? Also das ist das Ding. Und ich glaube, auch Dairon haben wir schon ziemlich aufgeräumt und wir wollten, genau, wir wollten nach Burenia weiter. Richtig. Richtig. Und wir sind, also, wir sind, denke ich, was 100% angeht, ne? Sind wir schon ganz gut dabei. Weil wenn ich dann meistens auch nur noch die Powerbomb-Geschichten übrig lasse, dann lässt sich das auch recht schnell backtracken. Außer halt, es kommt noch irgendwas Storytechnisches oder ich habe irgendwas übersehen. Dann wird es schwierig, na, dann müssen wir gucken. Aber jetzt geht es jedenfalls erstmal weiter nach Burenia. Na, das haben wir mitgenommen, das haben wir mitgenommen. Hier bin ich halt noch ein bisschen skeptisch, weil hier mir noch Sachen fehlen. Aber ich sehe es halt auch nirgends blinken und ja, keine Ahnung. Werden wir sehen. Jetzt jedenfalls geht es nach Burenia. Und ja. Da gucken wir mal, was dabei rumkommt. Ne? Hallo? Ah. Da habe ich kurz vergessen, wie die Taste geht. So. Zack, 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 zack. Wir sind ja mittlerweile aber wirklich, was das Bewegen angeht, also wir sind ja völlig frei in unserer Bewegung. Es ist ja alles absolut cool. Ah, da ist überhaupt kein Stress. Wir säbeln einfach nur durch die Gegend. Es geht mir auch gerade gar nicht so darum, weiterzukommen, sondern ich will wirklich einfach so viel aufräumen wie möglich im Moment. Aber wenn wir dabei einen Weg finden, der uns weiterführt, klar, gar kein Problem. Dann nehme ich den gerne mit. Ah, aber ich glaube, weiter würde es jetzt in Kataris gehen, ne? Jetzt haben wir ja diesen neuen, den Wave Beam. Ich glaube, mit dem Wave Beam kommen wir in Kataris weiter. Stimmt. Weil ich jetzt durch die Wände schießen kann. Ich glaube, in Kataris geht's weiter. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Lass mich mal kurz nach Kataris gucken. X. Und da haben wir nämlich hier unten noch genau den Teil hier übrig. Und den Teil hier. Und oh, wir könnten von oben da runterschießen und das so öffnen, oder? Geht das? Sehen wir die Tür und geht die dann auf von beiden Seiten? Oh, das wäre wild, wenn man das so rummachen kann. Oh shit, das würde ich jetzt ja fast gerne mal ausprobieren, ne? Das würde ich jetzt ja fast gerne mal... Aber ich meine, ich will eigentlich erst... Na, wir gucken erstmal, vielleicht finden wir ja auch irgendwie durch Zufall auf dem Weg die Powerbomben. Das wäre mir fast lieber, ne? Das wäre mir fast lieber. So, jetzt gucken wir mal. Da haben wir doch schon mal das Erste. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall ran. Das ist schon mal ganz glasklar. Ansonsten ist hier oben nichts weiter. Ist der schon kaputt? Ja, gut. Wäre auch komisch gewesen, wenn nicht. Genau, aber da kommen wir jetzt auf jeden Fall ran. Gar kein Problem. Entschuldigung. Da ist nichts weiter Spannendes. Die haben wir auch schon. Das haben wir das schon... Haben wir da, ah, da waren wir schon drin. Okay, alles klar, habe nichts gesagt. Da waren wir schon drin. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Stimmt, hier geht's jetzt weiter wahrscheinlich, ne? Hier ist ja auch noch was übrig. Der Teil hier ist ja noch übrig. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Da kam ich ja nicht mehr hin, weil das ja hier... Na, genau. Da kam ich ja nicht mehr zurück. Und hier ist es... Hier komme ich jetzt auch ran. Okay.
sehr gut soweit. Also, da haben wir schon mal ein paar Sachen entdeckt. Ich will das erstmal so ein bisschen überfliegen. Hier blinkt's. Das wissen wir, glaube ich, auch, dass das... Ja, hier die Speedbooster-Blöcke. Und jetzt, wo wir Dings können, können wir ja hier dann einfach hochzischen. Gar kein Problem. Okay. Hier komme ich jetzt auch ran. Einfach, ganz einfach sogar. Also überhaupt kein Act. Sehr, sehr schön. Also da können wir jetzt einiges einfach abfrühstücken. Das haben wir schon. Da unten geht es noch weiter. Ah, da, das ist wieder... Das ist Powerbombe. Das brauche ich gar nicht probieren. Das ist Powerbombe. Trotzdem müssen wir da dran vorbei. Also das ist egal, ob das Powerbombe ist oder nicht. Den habe ich auch noch nicht rausgezogen. Den kann ich jetzt noch rausziehen. Haben wir sonst noch irgendwas ausgelassen? Ich glaube fast nicht, weil wir ja erst letztens hier waren. Und da haben wir ja schon alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Deswegen ist es jetzt gar nicht so viel, was hier noch übrig ist. Ja, ja, dann können wir eigentlich hier anfangen, ne? Das ist tatsächlich der erste Dings. Der erste... Da komme ich als erstes hin. Ja, 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 ja. Ja, okay. Gut, so groß ist das Gebiet gar nicht, wenn man das mal alles ein bisschen übernommen hat, ne? So groß ist das gar nicht. Sehr schön. Ach, geh mir nicht auf den Nerv. Ui! So, hier durch. Hier hoch. Und dann sind wir da nämlich schon bei dem Ding, wo es hochging. Genau. Und dann kann ich da so rum. Diesmal kenne ich den Weg. Letztes Mal bin ich falsch gelaufen am Anfang. Wobei es jetzt, glaube ich, sogar egal wäre, weil ich jetzt ja die Screw Attack habe. Ist das jetzt der richtige... Ne, ist wieder der falsche Weg, ne? Das ist genau der Quatsch, den ich letztes Mal schon gemacht habe. Genau. Hier muss ich hoch. Genau. Hui. Rolle, rolle, rolle. Nein. Ich bin eins zu niedrig. Ah. Hier muss ich durch. Rolle, rolle, rolle. So, genau. Jetzt kommen wir da ganz easy ran. Gut, 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 gut. Zack, 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 zack und runter. So, dann ist hier oben nichts mehr, ne? Ne, habe ich gerade ja schon geguckt, aber ich gucke nochmal zur Sicherheit. Nein, hier ist tatsächlich gar nichts mehr. Das heißt, der nächste Halt ist dann... Das haben wir auch schon. Der nächste Halt ist diese Blinkstation hier unten, oder? Vorher kommt nichts. Sehe ich das richtig? Habe ich was übersehen? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube, ich habe nichts übersehen. Okay. Bin ich mal gespannt. Ach. Ach, geht mir nicht. Oh mein Gott, geh mir nicht auf die Nerven. So. Ah, hast du mir was zu erzählen? Nein. Keine neuen Erkenntnisse. Gut. Dann keine neuen Erkenntnisse. Seitens. Adam. Ja, lass mich einfach durch. Gib der Ruß. Oh, zack. Wir haben doch keine Zeit, Freunde. Nee, hier lang. Na, ah, geh doch weg. So. Dann sind wir nämlich schon hier. Und hier wollen wir einmal rein. Ey. Ah, machen wir erstmal das Ding weg.
Das hätte ich allerdings schon eher machen können. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Keine Ahnung, ist ja egal. So, einfach gerade nach oben. Gar kein Act. Das ist jetzt einfach nur... Ja, genau. Das ist jetzt einfach nur, man kann es jetzt halt machen. Das war jetzt nichts Schwieriges dabei. Da war jetzt gar nichts Schwieriges dabei. So, haben wir bisher was übersehen? Blinkt hier noch irgendwas? Nee, ne? Sehe ich nicht. Okay. Dann geht es jetzt hier zu dem hin. Gut, der ist auch einfach zum Abholen. Auch keine Schwierigkeit dabei, an den ranzukommen. Es ging bisher halt einfach nicht. Das ist alles. Ja, es ging bisher halt einfach nicht. Auch jetzt bin ich zu blöd dafür. Dankeschön. So. Der nächste Halt ist dann... Ja, wir machen das hier kurz heller, aber das bringt auch nichts. Ne? Das ist halt... War da halt in den Ecken noch nicht drin, aber brauchen wir ja auch nicht. Der nächste Halt ist dann... Da unten ist nur das Ding. Ich muss aber runter, weil ich muss unten rum. Oh, wait a moment. Oh, shoot, komme ich überhaupt... Oh nein, muss ich von Artaria hier wieder her? Oh, scheiße. Ich komme hier gar nicht rein, oder? Ich komme... Oh, shit. Ich glaube, ich komme da gar nicht mehr. Nein. Ich probiere es einmal, aber ich glaube, ich komme da gar nicht mehr rein. Oh, nee. Oh, das kann jetzt sein, dass wir Zeit verschwenden. Könnte jetzt sein, dass wir Zeit verschwenden. Oh, sag bitte, da irgendeiner von den Blöcken geht bitte kaputt. Ja! Was sind das für Blöcke? Nein! Es ist die scheiß Powerbombe. Ich komme hier nur mit Powerbombe wieder zurück. Ah, das sackt. Ah, das sagt. Scheiße. Ich habe ja aber schon mal den Eindruck gehabt, dass da ein Bosskampf ist, ne? Vielleicht ist da ein Bosskampf, der mir die Powerbomb gibt. Vielleicht ist der genau da. Ah, Mist. Ich muss da von Artaria aus hin. Oh, aber lol. Ich konnte hier gerade einfach durch. Das ist gut zu wissen. Das macht den Weg hier ein bisschen kürzer. Geht es hier auch irgendwo durch? Nee. Schade. Nee, kein Weg durch. Na gut. Ja, gut, dann ja, ist blöd. Muss ich jetzt wieder den Weg zurückgehen. Ah, Kacke. Ah, das ist doch dumm. Okay, lass mich mal kurz gucken, was wir jetzt machen können von hier aus. Wie wir jetzt am schnellsten irgendwie effizient irgendwas tun können. Wir haben den Teleport hier. Nach da. Sollen wir uns in Gavoran weiter umschauen? Also... Raumtechnisch haben wir hier ja alles, ne? Rein raumtechnisch haben wir hier alles und müssen jetzt auch überall durchkommen. Dann könnte ich eigentlich da mal weitermachen mit Aufräumen. Ja, ich glaube, das wäre jetzt die schnellste Option. Wie komme ich da am schnellsten hin? Durch dieses Ding. Oh,
darum. Okay. Dann machen wir den Weg. Jetzt komme ich da nämlich auch raus. Na, jetzt komme ich da auch raus, weil das sind die Screw-Attack-Blöcke. Dann komme ich da auch wieder raus. Okay. Okay, 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 okay. Oh Mann. Was ist das hier für ein Symbol? Monitoring aktivieren, um die Vorschau des Live-Kommentars anzuhören. Höre ich mich dann jetzt quasi selbst? Nee. Okay, ich mach's wieder aus. Keine Ahnung, was das bedeutet hat. Stumm aus. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es hat bei euch nichts verstellt jetzt. Das wäre blöd. Genau, jetzt komme ich nämlich hier wieder raus. So. Damit ist eigentlich unsere Rundreise schon wieder vorbei. Wie komme ich da rein? Ach, das war von der anderen Seite aus, ne? Das war von der anderen Seite aus. Wait, hä? Stopp. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Okay. Oder man braucht die Powerbombe. Habe ich das schon markiert? Habe ich schon markiert. Okay. Gut. Darunter brauche ich nicht. Das nützt mir nichts. Dann will ich jetzt... Wo will ich denn hin? Da will ich hin. Da ist scheinbar noch was. Dann gehen wir doch mal dahin. Ah, unten rum, bin blöd. Natürlich, unten rum. So, mach ich weg. Falscher Weg. War das hier? Hier. Hä, da soll noch was sein, aber da habe ich doch... Was habe ich denn da wieder übersehen? Oh. Bitte keine Powerbombe. Ah, lol. Den habe ich einfach übersehen. Oh, wie dumm. Ja, gut. Okay, meinetwegen. Ach, jetzt... Oh, nee. Komm, wir gehen so... Okay, wir gehen nicht so rum. Ach, weil ich da einfach dann durch bin und dann nicht geguckt habe. Ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe, wie es gelaufen ist. Gut, dann haben wir das Ding. Ja, aber wie komme ich denn jetzt von diesem Gavoran in den normalen Gavoran? Ah, hier, 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 hier. Nee. Nee, da komme ich ja nur hoch von der. Da komme ich ja nur hoch mit der Screw Attack. Da komme ich ja blöderweise nur von unten hoch. Also, das kann ich so aufmachen. Aber dafür muss ich erstmal da in diesen Bereich. Ich muss wieder mit dem grünen Tele. Wait, kann ich hier zurück? Hier wäre ich zumindest schon mal. Hier wäre ich zumindest schon mal da oben. Aber das ist wieder nur von einer Seite offen, ne? Das ist wieder... Ja, so wie hier ist es von beiden Seiten. Aber hier geht es wieder nur von einer Seite. Das ist doch scheiße. Ich komme in den normalen Gavoran-Bereich nicht rein. Nee, komme ich nicht. Ha, okay.
Oh, das ist dumm. Ich kann es kurz probieren, aber das... Ich glaube, das ist Zeitverschwendung, was ich jetzt mache. Aber warte mal, wohin führt der denn? Wohin führt der denn? Nach da, na? Na, dann wäre ich für den Kataris wenigstens. Ja, komm, dann machen wir das. Dann machen wir das. Dann führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Von Ataris aus. Gott, ist das bescheuert. Von Ataris aus wieder. Ja, das ist nämlich zu, das Ding. Scheiße. Dann führt kein Weg dran vorbei, von Ataris aus wieder nach Burenia zu kommen. Da muss ich das so rummachen. Oh Gott. Ja gut, dann machen wir es halt so rum. Ach ja, Abflug. Ich schau mal, ob ich jetzt hier in diesen unteren Bereich reinkomme. Das wäre ja schon mal ein Teilerfolg. Vielleicht gibt es da ja auch die Powerbomben. Irgendwo muss es noch die Powerbomben geben. Und wenn wir die haben... Oder der letzte Emmy hat die Powerbomben. Das wäre... Aha, das könnte natürlich auch sein. Aber ich hoffe, der letzte Emmy hat lieber den letzten Laser. Weil es müsste eigentlich... Also den letzten Beam. Es gab eigentlich immer einen Beam, der stärker ist als der Wave Beam. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Aber es gab eigentlich immer einen, der stärker war als der Wave Beam. Aber kann auch sein, dass hier der Wave Beam halt der letzte Beam ist. Wir müssen ja nicht... Es muss ja nicht immer alles gleich sein. So, ich will einfach nur... Hier will ich hin. Da will ich hin. Schnellster Weg, von wo aus ich bin. Hier raus. Hier rum. Da rein. Darum, hier runter, hier raus. Ja, hier hin, okay. Das ist der schnellste... Ja, das ist der schnellste Weg, weil das andere führt... Ach, wobei, ich könnte auch hier durchgehen. Da hat er jetzt... Hier ist jetzt ja offen. Ja, okay, okay. Wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Wir gehen da durch. Ah, ein Rumgelaufe, aber ich glaube, es wird sich noch lohnen in dem Part. Ich glaube, es wird sich noch lohnen. Ich hoffe es zumindest mal. Moin. Schneller. Keine Zeit, Freunde. Ihr habt hier absolut keine Zeit für den ganzen Käse. So. Ach, geh weg. Nicht rollen. So. Hier durch, zack, Abflug. Sehr schön. Das ging am allerschnellsten tatsächlich. Das ging tatsächlich am allerschnellsten, optimal. So, und jetzt müsste ich doch von der... Ah, scheiße. Ah, nee, genau. So, jetzt Achtung. Geht das? Achso. Ey, ich dachte, ich bin Fivehead. Ach so, okay. Es hält nur eine Weile. Aber okay, wir kommen hier weiter. Wir kommen hier weiter, nice. So, hier gibt es auf jeden Fall schon mal den Kollegen. Bitte keine Powerbombe. Oh, shoot. Okay, das müsste da oben reichen. Ja, das hoffe ich.
Scheiße. Ah, das ist von der Seite aus, ne? Das ist das, wo wir von der anderen Seite aus, ja, wo wir gesagt haben, wir brauchen hier die Powerbombe, sonst können wir hier nicht durchrennen. Das ist, dann wissen wir das jetzt aber, das ist für den Tank hier. Also für diese Energieeinheit. Okay. Okay. Dann ist interessant, dass mein Trick funktioniert hat, das Tor so aufzumachen. Aber es bringt mir leider nichts. Ja gut, dann muss ich. Es hilft nichts. Dann muss ich nach Artaria zurück. Und von Artaria aus den Teleport nach Burenia benutzen. Oh mein Gott, also den Aufzug nach Burenia benutzen. Oh, das ist ein Rumgerennen, ne? Aber es hilft nichts, ihr seht's ja. Es müsste schon passen, wie ich das mache. Komme ich hier rum? Nein. Ah. Alter! Spring doch einfach darunter, danke. Samus, please. Junge! Mädel! Was auch immer. So, durch da. Raus. Raus. Irgendwie waren wir hier schon mal vor ein paar Parts. Ja, los. Husch. Husch. Runter. Abflug. Oh Mann. Zum Glück fangen gerade die Ferien an, sonst würde mir das jetzt wieder wie ein Zeitverlust anfühlen. Wenn es nur Wochenende wäre, bis die Schule wieder losgeht. Aber so habe ich ein bisschen Puffer. Komm schon. Husch. Genug Sequenz geguckt. Ah, diese Ladezeiten. So. Hey, Artaria. Na, habe ich Artaris gesagt? Keine Ahnung, ist auch egal. Sagte ich Artaris, meinte ich Artaria. Nein, geh da einfach durch. Das ist der falsche Durchgang. Da oben ist der Durchgang. Hui. Unten durch, immer weiter, immer fort. Jetzt komme ich lustigerweise ja hier oben durch. Sensationell, weil das ist jetzt natürlich brandwichtig, dass wir das von der Seite aufmachen und von der anderen nicht, ne? Das war natürlich richtig wichtig. Also wenn wir das nicht hätten aufmachen können von der Seite, ich weiß nicht, was passiert wäre. Puh, gut, dass wir das können. Komm, wir speichern mal sicherheitshalber. So, zack, zack, zack und ab dafür. Jetzt muss ich, genau, einfach dadurch. Zack, hier haben wir die Q-Attack bekommen. Die Q, genau, die Q-Attack. Und ja, wahrscheinlich wäre es halt so gedacht gewesen, dass man von hier aus direkt zurückgeht. Aber hey, haben wir halt nicht gemacht, ne? Haben wir halt nicht gemacht. Hätte ich mir wahrscheinlich einiges an Stress erspart, weil es da wahrscheinlich geschichtlich auch weiter, also richtig weitergeht. Ich wette, da kommt jetzt ein Bosskampf. Ich wette, da kommt jetzt ein Bosskampf in diesem Wasser unten. Ich wette, da passiert jetzt irgendwas.
Weil das immer wieder so eine Sequenzübergang ist. Da wird immer kurz der Bildschirm so schwarz, wie wenn es eben zu so einem Bosskampf kommt. Gleich. Meistens machen sie das mit einer Ebene, mit so einem Raum, in dem Bosskampf ist. Meistens passiert genau das dann. Naja, wir schauen mal. Ich könnte mir denken, dass dieses Ding, was da abgestürzt ist, was wir da haben runterkrachen lassen, dass das sich jetzt irgendwie gleich verselbstständigen wird. So. Also, jetzt sind wir wieder hier. Vorhin waren wir hier gestanden. Hier, na, ich denke, hier wird ein Bosskampf sein. Ich weiß es nicht, aber es... Oder halt, weiß ich nicht. Also, aber auf jeden Fall geht es hier nur nach oben jetzt auf jeden Fall noch weiter. Will ich da irgendwo hin? Eigentlich will ich... Also, eigentlich will ich hier gar nicht runter. Aber ich guck auf jeden Fall kurz runter. Hast du mir was zu erzählen? Nee, immer noch nicht. Na gut. So, jetzt komme ich nämlich hier einfach rein. Und es geht nach oben weiter. Das ist klar. Da oben waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier runter. Okay, das ist nichts. Es ist einfach nichts. Warum? Warum muss es dann eine Powerbomb sein, dass man hier durchkommt? Warum darf man nicht einfach von da aus... Ich meine, ich war gerade hier unten gestanden. Wieso darf man da nicht durch? Warum haben sie hier nicht einfach School-Attack-Blöcke oder sonst was hingesetzt? Es gibt keinen Grund, dass man den Spieler hier nicht durchlässt. Es gibt einfach keinen Grund, dass man den Spieler da nicht durchlässt. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Nein. Wie auch immer. Wie auch immer. So, ab hier nach oben. Hier kommt jetzt ein Bosskampf. Ach, die Dinger natürlich. Aber so wie ich mich mittlerweile bewegen kann, dürfte das... Also jetzt dürfte es doch kein Problem mehr sein, gegen die Typen anzukommen. So gut wie ich mich mittlerweile hier bewegen kann. Die Frage, wie viel die aushalten, ne? Aber wir haben halt auch schon einiges an Energie jetzt am Start. Ja, easy! Easy! Gar kein Act. Kann ich ja sogar normal hier ohne... Kann ich einfach durchtanken. Das juckt den ja überhaupt nicht. Also das juckt mich ja überhaupt nicht. Ja, easy! Also überhaupt nicht mal in Bedrängnis geraten sind wir hier. So, hier sind wieder irgendwelche Blöcke. Aber hier unten nicht, okay. Ach, hier oben. Okay. Okay. Nehmen wir das halt mit. Aber das war jetzt alles, ne? Jetzt komme ich bei dem Teleporter wieder raus. Ja, scheiße war's. Das bedeutet nämlich Fortschritt gleich null. Okay, aber jetzt kann ich von Burenia aus... Okay, nein, Fortschritt ist nicht gleich null. Ich muss hier nach Gavoran. Ich muss über den Teleport nach Gavoran. Dann kann ich in Gavoran weitermachen. Oh mein Gott. Ich kann halt nicht so nach Gavoran, weil ich dann hängen bleibe. Ja, ist in Ordnung, Spiel. Ich hab's verstanden. Oh. Wie oft ich jetzt hier schon durchgehe, selbst mit meiner aktuellen Bewegungstüchtigkeit hier durchgegangen bin, ne? Aber kann man hier eigentlich abkürzen? Muss ich durch diesen Gang gehen? Ja, muss ich. Schade.
Na gut. Ah, nicht da lang. Alter, geh halt hoch jetzt! Samus, what the frick? So, so. Ist das jetzt der richtige Weg? Ja. Sheesh! Hey, hier waren wir auch schon mal. Gerade eben erst. Muss man auch immer schaffen, in einem Part mehrmals am gleichen Ort anzukommen, ne? So. Und jetzt endlich wieder nach Gavoran. Waren wir noch nie heute in dem Part, aber von der anderen Seite diesmal. Von der anderen Seite. Und dann kann ich endlich diese Blöcke... Aber das geht ja trotzdem nur one way. Die Screw-Attack-Blöcke kommen ja wieder. Ich kann ja nur one way dadurch. Also ich kann niemals... Ah, wenn ich die Powerbomb habe, kann ich dadurch. Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. So. Aber dann machen wir jetzt in dem Part noch ein bisschen Gavoran. Weil das ist mir sonst zu blöd. Das ist mir sonst zu blöd. Ein Hin und Her, ey. Ach Gott. Und hier müssen jetzt ja einige Türen aufgehen, die vorher noch nicht aufgegangen sind. Hier waren ja viele von diesen lilanen Schildern vor den Türen. Also da müsste jetzt einiges laufen. Zum einen können wir schon mal daran. Okay, das machen wir gleich mal als erstes. So. Okay, das war das Ding. Ist hier, da, das haben wir schon, ne? Dann muss ich hier rüber eigentlich nicht. Hier drüben muss ich nicht lang, da brauche ich auch nichts. Das da ist auch erledigt. Da müssen wir hin. Oh, das ist sogar ein bisschen plus. Wieso war ich da noch nicht? Da gehen wir doch gleich mal hin. Da gucken wir gar nicht erst weiter, da gehen wir direkt... Ach so, stabil, hier komme ich doch nicht. Wait, kann ich da oben? Ist da irgendwie... Nein. Oh, das ist so dumm mit den Blöcken, dass man sich den Weg verbaut und dann außen rum muss. Warum? Warum, Das ist so unnötig nervig. So, jetzt aber. Dass man die nicht einfach... Also, die müsste man halt wieder einfach zerstören können, diese dummen Dinger. Weil, was nützen die denn einem jetzt noch? Das ist nur Stress. Das ist nur Stress. So. Wieso habe ich das noch nicht? Das hätte ich längst holen können. Hä? Okay. Also ist doch wirklich, das hätte ich doch längst tun können, oder bin ich blöd? Ah, na egal. So, hier wird es dann wieder nach Dairon gehen. Da wollen wir nicht lang. Also hier brauchen wir überhaupt nicht. Wir können das Viech mal kurz zerstören. Weil die kommen ja auch nicht wieder, wenn man sie kaputt macht. Aber es hat nichts gebracht, ne? Ja, aber er ist weg. Warum auch immer er weg sein sollte, aber er ist weg. So. Okay, dann ist hier nichts weiter. Dann können wir jetzt da hoch. Hier rum. Da hoch. Hier blinkt's. Da will ich rein. Komme ich da? Da komme ich wieder nicht. Ah, da muss ich mit dem Ding durch. Na, dann komme ich da durch. Genau. Aber wir gucken es kurz von der Seite an. Das haben wir schon mal gemacht. Genau. Hier wird es nach Elun gehen. Nach Elun müssen wir auch gucken. In Elun könnte jetzt auch einiges sein, was weitergeht. Ich schaue nur kurz vorher. Aber das, da komme ich auch von der... Nein, da komme ich nicht von der anderen Seite hin. Das müssen wir auch jetzt machen. Doch, da käme ich von der anderen Seite hin. Hier ist nichts weiter. Hier komme ich noch nicht ran.
Wobei vielleicht von da, wenn ich hier durchgehe, vielleicht von da. Könnte sein. Man weiß es nicht. Okay, also erstmal zu dem Blinkgebiet hier jetzt. Erstmal zu dem Blinkgedeck. So, das ist die Seite. Okay, es ist nicht von der Seite. Also dann einmal hier durch. Wusch. Okay, es ist auch nicht von der Seite. Dann muss ja hier was sein. Ah, da oben ist was. Okay. Ah, ein Boost. Ein Boost. Okay. Wo nehmen wir denn jetzt hier Anlauf? Nervt mich. Oh mein Gott, nervt mich natürlich. Also, wo nehmen wir denn da an... Ach so, ja, moin, wo nehmen wir Anlauf wahrscheinlich. Okay. Ja, geht eigentlich. Also, geht ja nur hier. Das Problem ist, dass das ein Tor ist, was recht schnell wieder zugeht. Also, da muss ich ein bisschen... Muss ich wieder ein bisschen gut timen, die Geschichte jetzt hier. Nein, nicht jetzt. Oh, das war dumm. Okay. Wusch! Oh, das ist zu niedrig gewesen. Okay. Ich meine, ich kann auch versuchen, den Speed einfach beizubehalten. Das wäre wahrscheinlich viel leichter. Ja. Auch geh mir nicht auf die Nerven. Oh mein Gott, geh mir nicht auf die Nerven. Ja, easy. Okay, so. Dann hätten wir das geklärt. Da will ich nachher rein. Da will ich nach Elo nachher. Aber jetzt gucken wir uns schnell noch die... Ja, ist es schnell? Ja, einigermaßen schnell ist es. Einigermaßen schnell ist es. Wir nehmen mit, was wir mitkriegen. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Kein Stress. Ah, eins weiter runter. Ja, das ist nämlich genau die Kacke gewesen. Und das geht jetzt aber mit der Geschichte. Gut. So, 86% klingt doch auch ganz nett. Viel fehlt hier nicht mehr. Aber alles, was fehlt, hat mit der Powerbombe... Ah, stopp! Da komme ich vielleicht ran. Hier komme ich vielleicht jetzt ran. Das können wir noch ausprobieren. Das ist, wo ich jetzt bin. Hier oben rum ist Quatsch. Na, das dauert zu lange. Nee, da gehen wir unten lang. Geht's unten lang? Geht das? Funktioniert das? Ja, wenn ich hier durchgehe, dann da hoch. Okay.
Ey, wir sind in einem Part quer über ZDL gelaufen, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Halt, wir speichern erst. So. Genau, das ist jetzt nämlich hier. Und ich komme zwar jetzt von hier aus da oben durch, aber das Problem ist, wenn ich da oben bin, die kommen ja wieder zurück, die Blöcke hier. Na, genau, das ist die Scheiße. Ah, und so mache ich jetzt den Dings da auf. Ich verstehe. Aber so komme ich nicht ran. Aber so komme ich nicht ran. Ran komme ich jetzt erst über... Okay, sobald ich die Powerbombe habe, kann ich hier durch hin und her. Im Moment könnte ich mir den zwar holen, aber dann komme ich wieder nicht zurück. Also das ist es nicht wert. Da braucht es erst die Powerbombe. Okay, dann denke ich mal, ist jetzt unser Weg Elun. Aber das machen wir in dem Part auch noch. Wir gehen noch schnell nach Elun. Scheiß drauf. Dann wäre halt der letzte Dings natürlich, dass es jetzt auch im normalen Gebiet, also im oberen Hauptgebiet weitergeht. Na, auch da kämen wir jetzt weiter. Klar. Aber ich will das nochmal nach Elun. Weil es erstens klein war. Und ich zweitens denke, da können wir uns noch ein bisschen was holen jetzt. 50% hat es angezeigt in Elun. 50%. Und ich glaube, so viele Items gibt es da nicht. Deswegen denke ich, die 50% sind... schnell gefüllt. Außer es sind Powerbomb-Geschichten, dann ist er natürlich doof. Wir werden es gleich wissen. So. Gucken wir mal. Hier komme ich jetzt nämlich zum Beispiel hoch. Da kann ich mich mal hochscrew-attacken, wohin auch immer das führt. Und das ist nämlich das, was ich meinte. Das ist ein richtig winziges Gebiet gewesen. Ist überhaupt irgendwas, was uns fehlt aktuell? Hier blinkt es schon mal. Da können wir gucken. Hier ist sonst gar nichts, was uns fehlt, ne? Oh, scheiß Powerbombe. Da ist eine scheiß Powerbombe. Ach, come on. Und das ist bestimmt, das Ding ist bestimmt für den hier. Also da brauche ich gar nicht hochgehen. Das ist safe die Powerbombe, die ich da einsetzen muss. Ja, dann können wir nur das Ding da unten machen. Und halt mal hier hoch gucken, ob da irgendwie was ist. Ach, ist doch dumm. Nein, da ist einfach gar nichts. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Okay, wie komme ich da am schnellsten hin? Ja, so. Ja, dann geht's wahrscheinlich oben weiter und ich wette, der letzte Emmy hat die Powerbombe. Ich wette, der letzte Emmy hat die Powerbombe. Das kann eigentlich nicht anders sein. Oh, hier, guck mal, habe ich gar nicht gesehen, als ich gerade durchgegangen bin. Guck mal, hier ist noch was. Die Frage ist, wo sammeln wir denn hier Speed? Da oben wahrscheinlich. Ah, ekelhaft. Ach, das ist das Ding, wo ich bin. Ups, das sind die Blöcke, um die es geht. Ja, okay. Ja, das kann ich nur hier oben. Ich kann nur hier oben Speed sammeln, woanders geht nicht. Und dann muss ich schnell darunter. Yikes.
Okay, wie viele davon gibt's denn hier? Nur die zwei, also ich muss genau da rein dashen. Ah, okay. Allerdings haben wir hier Hilfe. Ja, das geht ja sogar. Das ist ja easy. Gar kein Problem. Okay. Häng dich halt nicht daran. Ah, wieder vorbei. Wenn sie sich nicht daran hängen würde, dann wäre es einfach. So muss ich halt ein bisschen schneller rumgehen. Gut. Okay. Na dann. Ja, 75% und das andere ist da oben. Super. Und dafür brauchen wir, wer hätte es gedacht, die Powerbombs. Na gut. Also das heißt dann aber für mich... dass ich falsch laufe, oder? Komme ich hier wieder hoch? Ne, ist nur Ausgang. Ah, ich muss außenrum, okay. Das heißt dann aber für mich, dass wir in das oberste Gebiet wieder zurück müssen, ne? Wir haben jetzt alles, glaube ich, abgefrühstückt, was wir soweit abfrühstücken konnten. Uns fehlt noch die Powerbombe. Das heißt, wie komme ich jetzt am schnellsten da hoch? Über Ferenia. Nee, Quatsch, über Gavoran, logisch. Ach ja, okay. Okay, 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 okay. Gut, dann geht's nächstes Mal zurück ins oberste Gebiet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.